Zwergenstein. Ja, herzlich willkommen zurück, Freunde der zwergischen Unterhaltung, zu Let's Play Warhammer 40k Armageddon Folge 33. Hier mal eine schöne Übersicht, was letztes Mal passiert ist in der letzten Woche. Ja, aber mal kurz ein Stückchen weiter rein, damit einem nicht so schwindelig wird von der Höhe. Und dann nächste Runde, die Orks sind erstmal dran. Das war mir irgendwie klar. Ah. Der passt überhaupt nicht rein, ist stecken geblieben. Shit. Das ist ein gewaltiger Schaden. Könnt ihr den letzten Schlachter abgeben und dann einfach abhauen? Oh, guckt mal einer an. Bringt euch in Sicherheit. Refugees welcome. Okay. Die können nicht laufen, die schon. Verstehe ich jetzt nicht wirklich. Oder sind die gerade erst gespawnt oder so? Ich weiß es nicht. Die sind auch neu dazu gekommen. Werde ich noch von hinten angegriffen? Eigentlich sollten die sich möglichst dicht an meiner Frontlinie halten. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so dämlich. So geballt irgendwie hier oder so. Autopistolen machen hier wirklich viel Schaden. Naja, abwarten. Nicht so wirklich. Schon eher. Der bräuchte so einen flockigen Anzoftungsschuss. Ich outrange den nicht mal, okay. Da lohnt sich da. Naja, aber es nimmt ihm eigentlich einen Tacken Moral weg. Das finde ich immer ganz nice. Aber gucken wir erstmal. Hier kommen wir nicht gut hinterher. Ah, ich weiß nicht. Okay, der bringt mir jetzt gerade Moral hier hin. Dann nicht so weit weg davon. Ja, okay, komm, ich mach das. Jetzt würde er mir auch schon keinen Schaden mehr machen. Aber so ganz verlässlich ist das ja nicht. Da verliere ich nur. Okay. Ist auch gut angeschlagen. Es lohnt sich, glaube ich, gar nicht da viel reinzuhalten. Da sind die da oben wichtiger. Ist gefährlich weit vorne, aber die gut, die anderen bewegen sich auch noch, ne? Mit zu weit. Ich will doch nur auf den da schießen. Na, verdammt. Das schaut ganz nett aus, eigentlich. Das sieht auch gut aus. Eieiei. Na, wir haben keine Waffen, keine Bomben oder sowas, wieder reinschmeißen könnten. Der Treffer ist auch nicht so recht effektiv. Da bringen wir auch gar nichts.
Okay, outrangen kann ich den gar nicht, so wie es ausschaut. Immerhin kein Toter auf meiner Seite. Ah, das ist schade. Ich könnte beides da reinhauen, aber das kostet mich auch wieder viel Moral und alles andere auch. Mist. Ah. Natürlich ein bisschen zu nah an die Geschütze. Das lässt sich aber ändern. Der effektivste. Oh, kein Treffer kassiert, super. Ich wollte sagen, es ist kein eleganter Trade, so gegen so eine lumpige Dings Strukturpunkte zu tauschen, aber wir sind doch ein bisschen unter Zeitdruck, denke ich mal wieder. Und da wird noch einiges stehen, von daher Aggressivität wird sich hier wahrscheinlich sehr bezahlt machen. Halt, wir haben hier unten noch was zu tun, fällt mir gerade ein. Nee. Nee. Aber. Ja, war gar nicht mal so schlecht. Der Cyborg ist leider ein bisschen was im Verlust. Die halten jetzt die Brücke hoffentlich. Hätte ich mir noch Einheiten kaufen sollen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Ja, hier mit voller Macht rein, das wäre natürlich möglich, aber muss nicht sein. Moral für alles nicht schlecht in der Ecke. Da bräuchte ich einen Moraltrupp. Verbleiben wir mal so. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Okay, nächste Runde. Shit. Okay. Nicht das schlimmste Ziel. Schon mieser. Oh, ich dachte schon, die nehmen sich die hier vor. Okay. Fünf Stück müssen, glaube ich, überleben oder sechs, keine Ahnung, aber das ist ja locker, was ich hier habe. Ob die wollen, ob die denken, dass ich die einsetzen würde? Ich meine, die können ja gar nichts. Also von daher, hä? Klar, so Meat Shield technisch, aber fangen die einen Schuss ab. Höchstens zwei. Okay. Was ist der für eine Range mit seinen Waffen? Da steht nur die Schusszahl. Die Range wäre schön, wenn man die auch sehen könnte. 2 bis 4. Nur die Sopagun. Sopagun. Ah, und die Death Cannon. Ah, shit, das sind doch 2 Waffen. Hm. Wie gehen wir den am besten an? Selbstverständlich. Oh, der hat aber ordentlich Leben. Der scheint so ein bisschen ebenbürtig unseren Reaver-Titan zu sein. Das heißt, wir haben hier leider ein Primärziel für alle unseren Waffen. Noch gut Schaden. Könnten wir den tatsächlich? Wow. Wow, okay. Wir haben eine Option.
Auch wenn nicht so gerne hier so weit vor. Obwohl rein verlusttechnisch ist die beste Option, die wir eigentlich haben. Weil dann können wir hier weiter austeilen und unsere Sachen save. Ah. Muss. Abgefahren. Ah, die sind nicht. Na, war ja so klar. Es war ja so klar. Jetzt brauche ich irgendwas. Joa. Obwohl ich ihn eigentlich lieber. Naja. Kann ihn nicht outrangen, das ist doof. Er kann. Na gut, das wieder mal 2 Punkte verloren, obwohl ich nur einen hätte verlieren sollen. Danke, Spiel. Aber. Es schaut ganz gut aus. Natürlich werden hier wieder mal noch ein paar Schichten kommen. Ach du Schande, du kriegst die Tür nicht zu. Und ich bin wahrscheinlich in Sichtweite. Aber ist nicht viel, was mir Schaden machen kann, zum Glück. Ich hoffe, dass da von hier unten keine kommen. Irgendwie das Gefühl, dass da was kommen könnte. Hier halte ich einfach die Brücke. Das ist, glaube ich, das Sicherste, was ich machen kann. Schade, ich krieg da nicht mehr dran, das wäre super. Oh, dich haben wir noch. Wie wär's Outrange technisch? Würdest du mir eine große Freude mitmachen? Möchte er aber anscheinend nicht. Versuche ich es gar nicht erst. Ich glaube, alle sind gezogen. Die möchte ich nicht wirklich viel bewegen. Obwohl, ihn kann ich noch mitziehen. Aber ich packe ich mal einfach dahin. Sicher ist sicher. Obwohl, ich könnte die dahin stellen, damit ich sicher bin, dass die hier nicht genommen wird, die Stellung. Ja, Zug beenden. Noch ein Titan. Und noch eine Mega-Festung. Und, oh, du. Das ist. Shit. Shit. Nein. Kacke, die sind so teuer. Ah, ich hab's riskiert. Ich bin selber schuld.
Ja, bevor der noch Unfug anrichten kann, schon mal anfangen, an dem zu arbeiten. Die waren vorher auch noch nicht da. Und die machen Damage. Kann ich die nicht outrangen? Kann ich. So ein bisschen die Stellung halten. Ja. Muss auch nicht wirklich sein. So, unschädlich machen, bevor er in unsere Reihen reinrennen kann. Reinrennen, okay. Das glaube ich ganz gut. Also die Heavys sind am besten gegen die, weil die mit ihren Waffen gar nicht durch die Panzerung durchkommen. Weil wenn die halt überraschend aus dem Hinterhalt auftauchen, dann hast du da auch nicht viel große Auswahl. Okay. Wenn wir einen schönen Block aus Flüchtlingen machen, dann wissen wir auch ganz genau, wo die stehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Da, wenn noch welche dazukommen, dann können die da vorne stehen bleiben. Ist mir auch egal. So. Das hier sieht echt geklumpt aus. 10 Runden haben wir noch. Sind schon über die Hälfte der Map rüber. Das heißt, rundentechnisch sieht's gut aus. Alles andere nicht. Ey, dieser Verlust gerade von der Sanguinius Guard, ey, da könnte ich mir ja selber wo reinbeißen. Ja, die ist auch extrem weit vorne. Nicht so wirklich klug. Naja, okay. Bleiben wir erstmal dabei. Und sagen nächste Runde. Okay. Komme ich nicht dran. Na, die versuchen hier zu flanken. Hier ist auch wirklich dünn. Na gut, es ist immerhin Titan anwesend, ne? Aber ist trotzdem nicht so dick wie auf der oberen Ecke hier. Die nächste Mega Fortress war ja klar. Ja. So, ich bin gerade echt ein bisschen ruhig, aber ich finde das jetzt auch, ja,
ist, wie gesagt, wir stehen so mit den Punkten echt am Rande des Abgrunds irgendwie gefühlt. Wie gesagt, wenn wir weiterhin nicht viel Pluspunkte machen, dann verlaufen wir uns echt in so einem, ja, unaufhaltbaren Untergang unserer Armee. Besonders dann müsste ich von sehr weit hinten neu spielen. Da habe ich ja irgendwie doch recht wenig Lust drauf. Ich hoffe also, dass wir wirklich, wie ich denke, in dieser Mission, wenn wir die fertig haben, dass wir da ordentlich was für kriegen. Ich traue mich jetzt auch echt nicht, mit den restlichen Marines, die ich noch vorzustürmen in den Nahkampf. Das kann sehr ungut ausgehen, wie wir ja vorhin gemerkt haben. Hey. Was ein Chaos in den eigenen Reihen, das ist ja Wahnsinn. Na, da will ich rein. Das kann ich aber ab. Und hier habe ich ein Haus, hier bin ich noch einigermaßen sicher. Da ist die nächste Welle. Ah, ich habe die noch gar nicht benutzt. Das ist natürlich sehr gut. Ja, ich finde es doof, dass die so nah dran stehen und mich hier gut ausspionieren. Aber ich habe echt nicht genug dafür den Finishing Blow. Ah, hier doch noch was. Einer weniger. Die möchte ich sehr ungern da reinschmeißen, auch wenn ich es könnte. Hier passt da auch nicht wirklich rein. Da, das ist so knapp. Und dann sehen die mich und halten drauf und nee, muss nicht sein. Ich glaube, ich habe nicht mehr viele Optionen. Ich krieg den da auch nicht weg. Doch, ich mal lieber da runter, falls die ankommen. Drei sind wenig. Gut, dann nächste Runde. Das war klar. Ugh. Von allen Seiten, na super. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall die Vision von denen wegkriegen. Das sollte auch, boah, nee, das sollte irgendwie laufen, nur nicht so. Hier behaken wir weiterhin das Böse. Nein, nix. Schön. Versuch's nochmal. Haha. Immerhin das hier halten wir noch irgendwie knapp mit zwei Thermitrupps und die sind beide schon angesoftet. So, wie kommen wir da in das Haus rein? Hm.
Nicht ganz so gut, wie ich es gerne hätte. Ist das jetzt frei? Ich komme da nicht hin. Ah, toll. Wo sind die Sniper? Wir brauchen Unterstützung von den oberen Ebenen. Das war nicht genug Unterstützung. Sind wir halt in der nächsten Runde da drin. Na, kann ich nicht mehr. Ah, hier noch einen Schritt weiter gegangen eigentlich. Doof. Na gut. Hier dürften wir aber jetzt eigentlich uns ein bisschen durchpflügen. Ja, sieht ganz gut aus. Die stehen hier echt mit so Arti-Waffen und versuchen uns hier zu behindern, okay. Gut, dass wir den oberen Weg so ein bisschen abgehen. Können wir auch hier schon mal so ein bisschen kundschaften, das ist nicht schlecht. Im letzten können wir dann runter und hier angreifen. Ungewollt, aber eine gute Taktik. Ja, komm. Jawohl. Das heißt, wir können an jemanden... Achso, wir müssen ihn eh nicht erobern. Hä? Aber immerhin sind wir jetzt außer Sicht mit Taiko. Der natürlich jetzt auch schön kassiert hat. Ach, hab schon gefeuert. Aha. Dann bleib mal da stehen. Ich nehme einen von den Refugees hier mit, damit die das erobern, weil ich möchte mit den Thermis hier nicht mehr weg. Das ist mir nicht sicher genug. Ich hoffe, dass die erobern können. Müssten sie eigentlich. Wo brauchen wir mehr Moral? Die Arti ist ja eigentlich ganz fit. Die sehen alle so ein bisschen demoralisiert aus. Er besonders, aber der macht auch nicht viel. Gut, das war fast schnell. Na gut. Dann trabt mal an. Aber wir haben es so gut geklärt, dass sie nichts machen. Naja. Wer hat nicht damit gerechnet, noch mehr Feinde zu treffen? Ich. So. Ach, er hat schon geschossen, dann macht das relativ wenig Sinn. Hier muss ich auch irgendwie effektiv rankommen, das wäre nicht schlecht. Passt nicht. Die da rauszukriegen wird, glaube ich, sogar ziemlich schwer. Das, obwohl das geht noch einigermaßen. Hm.
Ha, die letzte Welle dürfte das sein. Und wir sind super gut in der Zeit. Ja, der kommt nicht so effektiv ran. Das ist nicht schön. Aber da können wir hier unten noch ein bisschen aushelfen. Oh, er kann sogar was erschießen. Nice. So, hier ist fertig gezogen. Hier sind wir durch. Er braucht aber Moral. Dann lasse ich ihn erstmal da stehen. Gut. Okay, nächste Runde. Also ich halte ihn für ein sehr gutes Ziel. Komplett ausgelöscht. Super. Den finde ich auch nicht schlecht, wenn wir den wegkriegen. Das wäre sehr wünschenswert. Wir können auch noch näher ran, glaube ich. Ja, dann macht er mir auch ein bisschen Schaden. Gut. Der macht immer noch Damage. Nicht schlecht. So, euch müssen wir mal noch ausräuchern. Langsam aber sicher gelingt uns das hier auch. Noch ein Ziel. Naja gut, wir sind immer noch gut im Vorteil, was die Züge angeht. Der Tod kommt von oben. Dann bin ich in Sicht. Na, das ist nicht so super, aber dafür konnten wir besser mit dem hier zuschlagen. Ihr wollt ja in den Nahkampf. Boah, sind das viele Flamer, fällt mir auch jetzt gerade erst auf. Wir haben nichts anderes in Vision. Noch so ein großes Ziel wäre nicht so schlecht. So für die Rakete, meine ich. Aber gut, okay. Schon wieder alle gezogen. Das kommt mir so schnell vor manchmal. Mit ihm möchte ich nicht. Aber er kann auch hier Moral auftanken bei den Leuten. Ja. Sieht recht solide aus. Guck mal da hoch, vorsichtshalber. Da sind wir gleich drin. Das hier könnte ein bisschen dauern, aber wenn wir hier oben fertig sind, kommen ja alle runter. Wir halten die so gut auf Distanz, dass sie uns nicht angreifen können. Nicht schlecht. Das ist auch eher
kein Widerstand als Widerstand. Moment, ein bisschen Distanz kann man schon ruhig nehmen. Obwohl, oh, die machen Damage. Ugh. Aber das sieht gegessen aus. Oh, was wundervoll. Das ist immer so erleichternd, wenn man schon das Ende so schon so erahnen kann. Dann ist man schon so richtig so, ah, schön, locker, cool, alles bestens. Aber wenn die Mission immer so anfängt, dann denkt man schon, dann ist man, bin ich zumindest mega angespannt. Allein schon ist meine Positionierung richtig, stehe ich da richtig, mache ich dies richtig, bla bla bla. Und jetzt ist es so richtig schön so, ah, gechillt. Noch so ein bisschen so ein paar Orks purgen und dann haben wir das hier im Sack. Gut, ah, ich kriege die aber auch alle nicht effektiv komplett hier raus. Ich hoffe, dass da nicht noch so viel hockt, weil die können ja supporten, obwohl so riesig ist der Support nun auch nicht mehr. Ein sehr schöner Einsatz der Infanterie. So, die Panzerkolonne geht über die Hauptstraße vorwärts. Taiko scoutet noch einmal, ist aber nix. Die Schlacht ist sowas von gegessen. Außer da kommt noch so ein Panzersturm, dann bin ich ein bisschen nervös, aber schaut recht gut aus. So, das ist durch, das ist durch. Du kannst mal kampieren. Stehst so am Rande des Todes, das mag ich nicht. Ja, alles bestens und bei euch so, Leute. So, da sind wir nächste Runde drin. Ich donner da jetzt nur noch so durch. Wieso ist hier noch ein... Hä? Wieso ist der noch braun? Das hier. Achso, das gehört. Muss ich nicht erobern. Okay, ich dachte schon. Wer darf den Gnadenstoß landen? Die Titanen dürfen ruhig noch ein bisschen leveln. Das wäre nicht schlecht. Sieg für das Imperium. Und sollen wir nicht schon die Cutscene gucken? Ja, komm, die gucken wir. Obwohl, ne? Ja, komm, die hauen wir uns noch rein. Ist auch noch, vielleicht können wir noch die Aufstellung noch machen, dann haben wir in der nächsten Folge direkt Action. Wie gesagt, wenn ich wieder cutten muss, dann wegen dieser komischen Grafikbug im Hintergrund, ne, nicht wundern, ist ein kleiner Jump jetzt drin gleich. Infernus is in the process of being liberated. Once again, Commander, you are marked by greatness. Tell me,
When you are out of the field, will you meet my friends? My brethren of the Brotherhood of Sol. The leader of the group is very keen to personally thank you for your efforts in the war. Gerne, wenn die Zeit es zulässt, werde ich mich mit ihren Freunden treffen. Schließlich waren sie es, die sie wieder auf den Damm gebracht haben. Von daher muss ich mich bei ihnen bedanken. Ich kenne die, wollte ich die ganze Zeit schon mal sagen, ich kenne diese Bruderschaft von Sol überhaupt nicht. Ist es nicht eigentlich illegal, zu was anderem zu beten als zum Imperator? Ich sollte meine Zeit besser in das Beschaffen von Waffen und Rüstungen für meine Männer investieren. Tut mir leid, es freut mich zwar, dass sie wieder zu ihrem Glauben gefunden haben, aber von dem, was sie bisher über ihre Freunde erzählt haben, ist ein Treffen an sich wohl keine sehr gute Idee. Ich präferiere eher den traditionellen Glauben an den Imperator. Ich nehme das einfach mal. Würde ich eigentlich auch sagen. Ich weiß nicht, ob man denen trauen kann. Ich habe keine Ahnung, was das für Leute sind. I am disappointed, Commander. What the fuck? Stick to your tedious dogmatic ways if you must. But I doubt your Emperor will hear you in prayer. His attention is drawn when things are in flux, just as Armageddon is now. Still, maybe I can change your mind another time. Once we've finally kicked the orcs off Armageddon for good. Commander, this is Inquisitor Horst. I contact you on a secure network from Armageddon Prime. Please witness the Inquisitional Seal Hologlyph in front of you. This is a level magenta request to be bound by absolute secrecy. Failure to abide by it will result in immediate exterminatus for you and your entire battalion. What? The Adeptus Astartes are busy dealing with the Xenos across the continent, so I have selected you, based upon your current location and performance in this campaign, to execute the Inquisitorial will in my absence. The Magus of the Adeptus Mechanicus have informed me that Orc activity around a certain facility designated as D-16 West is of great concern. They demand the immediate and complete annihilation of all Xenos in proximity to this facility. After studying their request and being informed of what is contained therein, I am in total agreement. So, your orders are simple. Proceed to these coordinates and scour the area of the Orc infestation. Do not relay this information to anyone. I will deal with any fallout of your battalion's absence, should it be necessary. Diesen Bug gerade meinte ich, aber das ist ja nicht allzu schlimm. Vernichten Sie alle Orc-Einheiten in der Umgebung. Habe ich meine Marines ist nicht dabei? Doch, okay. Und ich habe 1,5, obwohl ich... Okay. Was geht jetzt gerade ab? Also ich meine jetzt ernsthaft, diese Story... Was soll das? Ich meine, warum wird sie jetzt so mega... Wow. Okay, die versuchen also, das Ding hier einzunehmen. Erinnert mich so ein bisschen an Space Marine gerade, falls ihr das Spiel schon kennt. Werde es auf jeden Fall auch mal zocken, wo man ein Laboratorium, wo auch eine experimentelle Waffe erschaffen wird sozusagen, das, wo man dann da eindringen muss, es infiltrieren muss, um die Sachen dann daraus zu retten, bevor dann die Hölle ausbricht. Ja, aber was ist mit ihr los? Weißt du, nur weil ich diesen Typen da nicht kennenlernen möchte, weil mir das sowieso nicht so ganz geheuer ist. Ich meine, selbst wenn ich gewusst hätte, wer das ist, ich möchte nicht den Glauben des Imperators da irgendwie... Also ich glaube an den Imperator. Also nicht so wirklich in Real Life, aber lieber der Imperator als alles andere. Strange. Echt strange. Und besonders die Inquisition. Inquisition ist ja eh generell alles fies, aber dass die dann mir so dämlich kommen, weißt du, sozusagen dem Helden von Armageddon. Ja gut, nicht dem Helden. Ich meine, die Space Marines tun auch einen ganz großen Teil dazu bei. Aber dass die mir mit so einer heftigen Drohung kommen, obwohl wir alles tun, um alles noch irgendwie zu retten, das ist krank. Nehmen Sie alle 6 Siegfelder ein und sorgen Sie dafür, dass mindestens 5 bewaffnete Flüchtlingseinheiten überleben. Schon wieder? Naja, zumindest, wenn ich gleich daran denke, also in der nächsten Folge, nächste Woche, dann quatsche ich so ein bisschen über das, was er sagte hier, die vom... Moment.
die hier vom Orden Mechanicus, oder wie die sich nochmal genau nennen, also Ordo Mars, die dafür zuständig sind, dass die Maschinen laufen, also die Maschinenpriester, die Techpriester, kann ich ein bisschen was drüber erzählen. Über die Inquisition auch nochmal so einen groben Überblick geben, was da eigentlich so Phase ist bei denen. Viel Wald, ich brauche eigentlich wieder viel Infanterie. Hier ist ein bisschen lockerer, da könnte ich auch mit Fahrzeugen rechnen. Und ja, das sind sehr, sehr unangenehme Zeitgenossen. Das kann ich ja jetzt schon, habt ihr auch eigentlich jetzt schon gemerkt. Möchte man nicht so gern die Bekanntschaft mitmachen. Die haben auch so einen Daseinsgrund, aber es gibt sehr viele Geschichten, wo die Inquisition eigentlich für mehr Ärger gesorgt hat, als sie hilfreich gewesen ist. Kann ich auch so ein paar Sachen erzählen. Über diesen Orden Soul, da könnte ich hier gleich mal was gucken, wenn ich das... Obwohl, nee, zwischen den Aufnahmen ist es immer doof, dann komme ich so schnell raus. Dazu könnte ich also eins sagen. Es gab, wie gesagt, den ersten großen Armageddon-Krieg. Da ging es tatsächlich um Ketzer. Also die, hier, der Planet wurde, der Glauben, der ist vom Glauben des Imperators abgefallen und hat sich hier versucht, selbstständig zu machen. Und dann gab es auch großen Krieg mit große Kämpferei mit Inquisition und Grey Knight Terminatoren und ich glaube Space Wolves waren auch noch mit drin. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass dieser Orden irgendwie so ein Überbleibsel davon ist und mir das echt viel Ärger macht, machen könnte. Ich bin eigentlich froh, dass ich der abgesagt habe, besonders nachdem die Inquisition dann angedümpelt kommt und dann hinterher irgendwie noch meint, so ich wäre mit den Ketzern im Bunde. Das ist jetzt nicht so super. Habe ich mich gut formiert? Ich denke ja. Ich speichere jetzt mal hier ab. Über das Ganze, was ich gerade angerissen habe, quatsche ich dann gleich noch ein bisschen, wenn die Situation der Schlacht es hier nachher zulässt, beziehungsweise nächste Woche. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also Leute, bis dann. Ciao.